Hallo, liebes YouTube. Hier sind wir wieder, die Tech-Profis. Heute schon zum zweiten Mal. Genau, diesmal sogar mit Tim. Und es geht schon wieder über das iPhone, denn die Gerüchte, die reißen nicht ab. Denn es gibt jetzt was Neues von Gizmodo. Und wie ihr schon seht, einiges Neues. Der Tim, der scrollt jetzt hier mal durch. Ja, tue ich. Und hier sind jede Menge neue Rumor-Picks aufgetaucht. Und gestern waren ja schon so ein paar vereinzelte. Und jetzt ist das neue iPhone bei Gizmodo gestrandet. Also genau. Unglaublich, wie das da hinkommt. Wahrscheinlich ist da ordentlich was an Geld geflossen oder irgendeiner arbeitet bei Apple oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall wurde das iPhone, ist ja in einer Bar gefunden worden, hier in Redwood City. Das übrigens auch jetzt hier. Also das ist schon das zweite, was in der Bar gefunden worden ist. Das, was wir gestern gesehen haben, war ja auch in der Bar verloren worden und dann gefunden worden. Ganz zufällig. Alle, die ganzen Apple-Mitarbeiter, die gehen halt mit ihrem iPhone irgendwie in die Bar und geben dann ein bisschen an und vergessen es dann ganz zufällig. Und ja, die sind alle so alkoholisiert, 5 Promille und sowas, genau. Da lässt man das schon mal liegen. Und ja, dann hoffentlich nicht. Aber das ist doch inszeniert. Komm, ja, auf jeden Fall. Also jetzt wirklich, das glaube ich jetzt nicht mehr, das glauben wir nicht mehr, dass das ein Zufall ist, das ist gewollt von Apple definitiv. Das Einzige, was sie noch haben wollen und was sie jetzt auch noch geheim gehalten haben dadurch, ist halt die Technik, die quasi drinsteckt. Also wir wissen schon, dass es eine Frontside-Kamera ist. Genau. Wir wissen, dass es ein besseres Display sein wird, aber wir wissen halt nicht, was für ein Display, genau. Ja, also besser, hochaufgelöster, meinte Tim damit. Ja, natürlich. Und ich weiß nicht, wie gut die Farben sind. Man hat halt keine Bilder, aber es wird besser und es sieht ganz neu aus und es ist irgendwie Sony Ericsson verdächtig. Ja, mit diesem Kanten an der Seite da. Ja, sieht schon so ein bisschen, also folgt eigentlich nicht den Designregeln, die Apple sonst immer hatte, so diese neuen Rundungen einzuführen überall. Ist ja jetzt wieder eckiger und kantiger geworden und ja, man mag sich darüber streiten, wie man das letztendlich findet. Nochmal zur Geschichte zum iPhone da, was da gefunden worden ist. Angeblich hat der Typ, der das dann gefunden hatte, konnte damit noch ein bisschen das benutzen und es soll wohl das OS 4 schon drauf gewesen sein, bevor es überhaupt von Apple vorgestellt worden ist. Das hat Apple dann wohl irgendwie mitgekriegt, dass da ja doch ein iPhone auf Wanderschaft ist und dann haben die das so remote-mäßig einfach ausgeschaltet. Find my iPhone. Genau. Sowas in der Art. Über Mobile Me, sehr, sehr witzig auf jeden Fall. Und jetzt geht das Teil natürlich nicht mehr an und man kann es leider nicht testen deshalb. Ja. Was man schön sieht, also was man jetzt neuerdings wieder sieht, sind Schrauben. Ja, das ist auch ganz neu. Das ist auch neu. Normalerweise musste man ja, wie man das noch vom anderen iPhone her kennt, mit diesen lustigen Schabern, so Küchenschabermäßig, so unters Display hebeln und das dann so raushebeln. Aber das ist jetzt hier auch anders gelöst wohl. Hier sieht man jetzt auch nochmal schön die Buttons, die ich auch schon vorhin gezeigt hatte, mal lauter leiser. Ne? Ja, das ist vor allen Dingen dadurch jetzt interessant, weil vielleicht heißt es ja iPhone HD und hat dann auch eine relativ gute Kamera drin und vielleicht haben wir dann auch die Möglichkeit, darüber dann die Kamera vernünftig zu bedienen und da ist so ein schöner Druckknopf natürlich was Feines, anstatt so einer Wippelkippe, wie man hier vom iPod kennt. Ne? Also das ist nicht so optimal, um irgendwie ein Foto zu schießen. Da ist natürlich so ein feiner Druckkopf, das wäre schon was richtig Tolles. Mhm. Und wir haben auch zwei Mics drin, eins oben, eins unten. Aber die sind so klein, das sieht man hier wahrscheinlich gar nicht auf den Bildern. Dafür sind die nicht gut genug. Was man aber noch gesehen hat, vielleicht wenn du mal auf das Bild 7 gehst, da haben wir neben dem Kopfhöreranschluss noch so ein kleines Loch und ich hatte gelesen, dass vermutet wird, dass das auch ein kleines Mikrofon noch ist, was für Umgebungsgeräusche zuständig ist, was die dann erkennt und später beim Gespräch rausfiltert, also so Noise-Canceling-mäßig. Also zwei Mikrofone, eins zum Sprechen, eins zum Rausfiltern. Genau. Oder halt auch, um ein bisschen mehr Raumatmosphäre bei iChat dann zu machen genau, und zu gestalten. Denn, das wie ihr schon seht, hat es hier eine Kamera vorne drin. Jo. Hier auf dem Bild sieht man das richtig gut. Das ist gut. Leider kann man darüber technisch nichts sagen. Wahrscheinlich sind die Leute von Gizmodo dann doch nicht so technikbewandert, dass sie da das Ding mal schnell auseinandernehmen und gucken, welche Parts da drin verbaut sind. Oder vielleicht mag das auch schwieriger sein, das können wir jetzt schlecht beurteilen, aber naja. Also was auf jeden Fall, ein iPhone wurde irgendwie auseinandergebaut und da konnte man schon mal schön erkennen, dass da ein riesiger Akku jetzt drin ist. Also riesig ist gut, aber dieses neue Design, was ja ziemlich eckig ist,
hat jetzt irgendwie den Vorteil, ein bisschen mehr Volumennutzung mit einem besseren Akku, einem größeren Akku drin, und da kann man sich jetzt auf mehr Akkuleistung freuen. Wahrscheinlich wird es aber auch durch das größere Display und also nicht das größere Display, sondern das bessere Display, was irgendwie ein bisschen höher aufgelöst ist, wird es wahrscheinlich einiges an Leistung wieder aufnehmen und dann wird es wahrscheinlich auf das gleiche rauskommen. Ja, hoffen wir mal nicht, aber Apple geht da jetzt immer mehr den Akkuweg. Auch bei den MacBooks ist ja jetzt schon wieder bei den neuen MacBooks mehr Akkuleistung dabei gewesen. Mit dem iPad ist ja auch gigantisch. Da haben die auch das gehalten, was sie versprochen haben, ja? Ne? Ja, genau. Und also, das iPad ist eigentlich nur Akku. Also die Platine ist so groß wie ein iPod und der Rest ist Akku in dem Teil. Also man trägt nur Akku mit sich rum und deshalb hat es halt auch so viel Akku. Ja, das ist beeindruckend. Was ich noch dir zeigen und euch zeigen wollte, ist hier dieses hässliche, kleine, schwarze Etwas. Ja, sieht aus wie so eine Rahmenunterbrechung. Weiß der Geier, warum die da ist und ob die da noch da sein wird, habe ich ja auch schon in meinem anderen Video gesagt. Also wir hoffen mal, dass sie den Rahmen dann wirklich durchgängig machen und dann nicht mehr solche... Aber welchen Zweck hat es? Hat es überhaupt einen Zweck? Vielleicht ist es so eine Art Gummi, dass wenn dieses Gerät runterfällt, sich nicht verformt. Es ist ein kleiner Stoßdämpfer. Ja. Nee, also wahrscheinlich nicht, nee. Aber es sieht ganz nett aus. Also im Grunde nur das nicht. Ja. Mir gefällt alles gut, nur das nicht. Und den SIM-Karten-Gedöns. Und es gab ja mal ganz, ganz uralte Mockups waren das damals noch so, wo Leute das iPhone designt haben mit Photoshop und sowas. Und da gibt es ein Bild, wenn ich mich noch recht erinnere, was von hinten das iPhone, was eigentlich genauso ausgesehen hat wie das jetzt. Mhm. Also hier seht ihr jetzt noch so ein paar Videos, da haben die das gefilmt so ein bisschen. Ich weiß jetzt nicht, ob das copyright-technisch uns irgendwie Probleme bereitet, wenn wir die mal abspielen, aber machen wir einfach mal. Also hoffentlich nicht. Da ist das hier Home-Button, ne? Dann geht er einmal rüber. Da links war wieder diese komische Aussparung, die nervige. Ja, und die haben wir oben auch nochmal. Genau. Kamera, sehr schön. Beim iPad war ja auch angeblich eine Kamera drin, hat sich dann als Lichtumgebungssensor entpuppt, ja. Der beim iPod ein bisschen kleiner gehalten ist wohl und viel unscheinbarer. Ja, aber hier eindeutig zu sehen, die Kamera. Ja. Und oben auch die Linse größer, scheint größer zu sein als und beim iPad. Und wir haben Blitz. Ja, ein Blitz und eine größere Linse, also die 5 Megapixel sind das jetzt wahrscheinlich auch. Und ja, wenn es da so liegt, dann kann man schon sagen, wow. Ne? Ja, sieht schon gut aus. Aber man weiß nicht, wo vorne und hinten ist auf den ersten Blick. Muss man erstmal überlegen, war das jetzt von vorne oder von hinten? Ja. Bis man den Apfel mal gesehen hat. Nö, das ist doch jetzt nicht das große Problem. Hier noch im Vergleich zum 3G oder 3GS, was auch immer. Und man sieht halt diese Volumenänderung da halt irgendwie. Ne? Man hat jetzt nicht mehr so dieses große Etwas da in der Hand, sondern es sieht jetzt halt, es ist stylischer geworden. Meiner Meinung nach stylischer geworden und es soll sich auch hochwertiger anfühlen durch diese Kanten und diese neue Rückseite, die ja auch extrem schön aussieht. Eigentlich. Was ich gut finde, den Schritt ist auf jeden Fall weg vom Plastik. Das ist immer ein guter Schritt, wenn die jetzt noch weiter hochwertigere Materialien benutzen, das ist ja gut. Weil es gab ja auch Probleme mit der Plastik-Hinterseite vom iPhone, die dann gebrochen ist oder wenn das mal runtergefallen ist, war direkt scheiße. Und das ist gut, wenn das jetzt nicht mehr so ist. Noch was wir schnell sagen sollten ist, die SIM-Karten, die das Ding benutzt, sind jetzt Micro-SIM-Karten wie im iPad, nicht mehr die alten SIM-Karten. Also da müssen wir dann auch gucken wieder, wie es mit den Verträgen aussieht. Aber das ist wohl jetzt langsam auch im Kommen mit den Micro-SIM-Karten. Das haben die Mobilfunkanbieter gemerkt, dass man da jetzt auch Geld rausholen kann mit diesen Karten. Ordentlich Geld, ja, die gehen alle nach. Und ansonsten habe ich ja euch ein Video gemacht, wie ihr eure alte große SIM-Karte auf Mini-SIM trimmt. Genau. Das geht nämlich auch. Mit einer Schere. Und mit dem Lineal. Ja, mit dem Cuttermesser ist besser. Ja, oder das, genau. Ja. Ja, was gibt's noch großartig zu sagen? Ja. Hier, guckt euch das auf YouTube an oder geht auf Gizmodo, da habt ihr sofort alles. Und die Freunde, die haben das Glück, so ein Ding schon in der Hand zu haben. Das neue iPhone 4G. Ja. Ja, 4G. Also es könnte ja auch 4G heißen. Ne? Die haben das jetzt auch da in Amerika langsam auf dem Markt, da diese noch schnellere mobile Internet, aber... Ich denke nicht, dass das... HD wäre ein schöner Name. HD wäre ein schöner Name. Wenn es dann so wie so eine Flip auffilmen könnte, das wäre klasse. Ja. Ja, genau. So. Und das war jetzt hier unsere ausführliche Dokumentation und Analyse der absolut neuesten Gerüchte. Auch an alle die das jetzt auch schon wissen und unter das andere Video posten. Hört auf damit, guckt euch das Video hier an und jetzt sind wir raus. Ciao. Genau, ciao.